Hi und hallo meine Freunde. Ja, ihr seht die Bravo. Und was seht ihr hier? Dena, Unge und Flying Pandas, exklusive Fotos von ihrer Lumpur-Tour. YouTube Inside. Ja, die Bravo habe ich nicht für mich gekauft, sondern wieder für meine Tochter. Und das heißt, ich zeige euch einen kleinen Food Haul und eventuell hinterher noch einen kleinen Primark Haul, weil ich war im Primark heute Morgen kurz. Warum erzähle ich euch gleich? Jetzt erstmal zum Food Haul. Also, ihr seht, Bravo musste wieder mit, solange YouTube-Stars wie Julien Bam und so weiter drin sind, muss meine Tochter eben mal mit haben. So, ich war im Penny und zwar habe ich im Penny 50,36 € ausgegeben. Wenn man das bisschen hier sieht, kann man sich nicht vorstellen, für was. Tja. Als erstes zeige ich euch mal noch die Getränke. Und zwar einmal ein Sixer-Pack Fanta, ein Sixer-Pack Mezzomix, einmal Orangennektar. Kennt ihr ja schon von mir. Dann habe ich eine große 2-Liter Flasche Coca-Cola mitgenommen. Sorry, dass ich jetzt hier gerade so komisch stehe. Das ist hier so meine Abstellkammer. Ja. Und dann habe ich noch zweimal Apfelsaft mit. Und einmal hier Bobby Bubble. Und zwar Apple Lemon. Lemon, genau. So, das waren jetzt die Getränke, denke ich mal, im Großen und Ganzen. Hundi ist auch wieder dabei. Dann habe ich mit einmal Rucola, da es heute Abend selbstgemachte Pizza gibt. Und ich werde natürlich auch dazu ein Video machen. Und ich möchte mal das probieren mit Feta-Käse, wenn ich noch da habe, und Rucola. Dann habe ich mit zwei Salatgurken. Genau, zwei Salatgurken. Dann habe ich einmal mit Ananas in Scheiben, weil mein Mann ab und zu mal gerne diese ja genau, diese Pizza Hawaii isst. Dann habe ich zweimal deutsche Markenbutter, einmal von Penny diesen Delikatess-Fleischsalat. Dann habe ich drei Päckchen Sahne, brauche ich ab und zu mal immer zum Kochen. Ja, dann habe ich wieder mit einmal diese Teewurst, kennt ihr ja schon von mir, und zweimal Teewurst und einmal, nein, auch zweimal diese Hals-Leberwurst. Die kann man vom Penny am besten essen, schmecken ganz gut. Ja, dann habe ich einmal vom Penny mit diesen fertigen Pizzateig von San Fabio. Das ist so ein Pizzateig und da ist die Soße mit drin. Und die gibt es heute Abend und dann gibt es noch Blätterteigschnecken. Und deswegen habe ich noch, wir waren auch noch im Real, zweimal Blätterteig mit. Ja. Dann habe ich noch im Penny einmal diese Chips hier für meinen Sohn. Der isst die ganz gern. Wenn ihr mal in den Penny geht, probiert diese Chips, dann wollt ihr keine anderen mehr. Und ich habe mir mal mit zum Probieren, die waren da im Angebot, diese Pommes Currywurst. Sieht so aus. Currywurst Snack. Die fand ich ganz lustig, deswegen muss ich die mal mitnehmen. So, dann habe ich im Penny noch mit für mich diese Bio-Gemüseburger Naturgut. Die sehen so aus. Ich bin Veggie mit Soja und Gemüse aus biologischem Anbau. Sieht eigentlich ganz lecker aus. Bin ich mal gespannt, sind zwei Stück drin. Dann habe ich noch einmal diesen Reibekäse mit von Line. Das ist der mit 17% Fett, so rum. Dann habe ich einmal diese Glina Müllbeutel mit Zugband, da ich mir noch drei der vier Stück habe. Einzeln, das sind 60, das sind die großen. Einmal die Crème Fraîche Elite, die brauche ich für diese Blätterteigschnecken, und einmal so eine Crème Fraîche.
ist kein Unterschied, außer dieses 30% Fett und die 14,5%. Ja. Dann habe ich wieder mit vom Penny diese süße Nuss-Nougat-Creme, die nehmen wir immer mit. Und ich habe dann eine gesehen, eine weiße Creme. Und zwar ist die von Cremino mit Macadamia. Die gibt es auch noch, diese Creme mit dunkler Schokolade. Und mit Macadamia, ihr wisst ja, dass ich im Moment so Nüsse verrückt bin. Die musste einfach mal mit, aber die kosten 1,79 €. Ist echt teuer. Ja, und dann habe ich noch mit im Moment im Angebot diesen Präsident Rondell Knoblauch von der Choron. Caron und feine Kräuter. Das ist so ein Frischkäse, 125 Gramm. Der ist eigentlich recht lecker. Und der war im Angebot, von daher musste der mit. Und dann habe ich noch was Süßes gefunden. Das sind solche Minimax-Quetschi, nennt sich das einmal Vanille von Elite. Mit dieser süßen Kuh drauf. Quetschen statt Löffel, so vergoldet. Und dann gab es da noch diese Banane, schaut mal. Da gab es dann noch Erdbeer, aber ich bin nicht so der Erdbeer-Fan und die zwei habe ich mir mit. Ich finde die total süß, das sind so Trinkjoghurts. Sind voll goldig. Ja, ich weiß, ich bin zwar kein Kind mehr, aber die sehen lustig aus. Sorry, bin immer noch nicht ganz gesund. Und außerdem schmecken die auch gut. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit im Real mit. Und zwar macht unser Real ja zu. Und zwar komplett zu. Und jetzt haben sie ausverkauft. Und dann habe ich mir einmal diese Nussini mit Haselnuss. Das schmecken so mit dieser Waffel drin. Ich esse die eigentlich ganz gerne, aber die müssen ins Kühlregal, weil warme Schokolade mag ich nicht. Dann habe ich mir Mr. Tom mit. Musste unbedingt mit. Die esse ich so gerne. Auch diese großen Riegel davon, das sind jetzt die kleinen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Mr. Tom kennt. Und ob ihr die auch gerne esst. Das sind die mit diesen Erdnüssen und Karamell. Ich liebe die schon immer, schon seit der Kindheit. So, dann habe ich mir noch mit einmal diese Schokoladechips, Klassik, ne? Liebe Moldavid, schöne Grüße an dich. Wenn ich noch eins übrig habe, bekommst du eins ab, aber ich denke, bei mir sind die genauso schnell weg wie bei dir. So, dann habe ich mir noch Gummibärchen mit, und zwar habe ich neue entdeckt. Ihr wisst ja, ich bin so ein Gummibären-Junkie, von daher. Einmal diese Bibi Blocksberg Fruchtgummi, 20% Fruchtsaft. Ohne künstliche Farbstoffe mit natürlichem Aroma. Die sind neu von Hitchler, eine YouTuberin vorgestellt und ich fand die eigentlich ganz süß. Und die sind auch, wie gesagt, etwas gesünder wie die normalen. Und ich denke, meine Tochter freut sich darüber auch. Dann habe ich mit einmal von Haribo diese Pixie Mix. Das sind so kleine verschiedene von denen, wo man ihn groß gibt. Habe ich die mitgenommen. Und das sind jeweils immer 200 Gramm drin. So. Und wie gesagt, für die Kinder, die freuen sich. Dann habe ich einmal von Yogi Farm diese von Haribo mit. Das sind solche mit Joghurt gefüllt. Das sind verschiedene Tiere drin. Die sind auch neu. Finde ich eigentlich ganz toll. So, und dann habe ich zwei für mich mit. Einmal I Love Veggie ohne tierische Gelatine. Diese Tapsi. Die sind Fruchtlakritz von Katjes. Und zwar sind die nicht wie die mit den Joghurt innen drin, sondern das sind Fruchtbärchen und haben dann so Lakritzohren dran. Finde ich ganz toll und vor allen Dingen sind vegetarisch, sind auch 200 Gramm drin. Von daher musst du mit. Und dann habe ich noch was gefunden. Anstatt diese Grünohrhasen gibt es jetzt Grünschnabel. I Love Veggie ohne tierische Gelatine. Schaut mal, die sehen total super schön aus. So richtig schöne rosa. Wie so richtig schöne Aras. Papageien finde ich total klasse. Sind auch 200 Gramm drin. Da hier steht noch European Vegetarian Union vegetarisch. Das sind auf alle Fälle meine zwei. Und die bleiben auch bei mir. So. Und dann habe ich mir noch was zu trinken mit, und zwar einmal Karamalz, alkoholfreies Malzbier. Und diesmal mit Fresh Lemon. Genau. Ich trinke das unheimlich gerne, Malzbier ab und zu mal. Ja, das macht auch leider unheimlich dick.
viele Kalorien, aber es ist auch echt gesund mit Traubenzucker. Und die hatten die im Angebot im Penny und deswegen musste das mit. Und mit Zitrone, hört sich total klasse an, kenne ich noch nicht. Von daher musste das mit. Schreibt es mir unbedingt mal unten in die Kommentare, ob ihr auch was von den Sachen, die ich jetzt eingekauft habe, ob ihr davon was kennt, ob ihr davon was regelmäßig esst oder mir schon erzählen könnt, was euch am besten davon gefällt, schmeckt oder was ihr mal probieren wollt. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Immer langsam. Ich würde mich freuen. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt natürlich wie immer einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen. Ich grüße euch. Sorry, ich hoffe, das Bild war jetzt nicht schwarz, weil ich habe gerade eine SMS bekommen. Und das hat gerade umgeschalten. Von daher wollte ich jetzt kurz nicht antworten, sondern für euch weiterfilmen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben würdet, was euch gefällt. Vielleicht wollt ihr zu einem oder anderen mal noch was wissen, was ihr schon benutzt habt. Und ich hoffe, ihr seid nächste Mal wieder dabei. Hat Spaß, würde mich freuen. Ich drehe jetzt für euch noch meinen kleinen Primark-Haul, da der Food-Haul jetzt doch ein bisschen länger geworden ist. Und von daher wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und schön, dass ihr immer meinen Kanal so toll verfolgt. Bis dann, ihr Lieben.